Willkommen auf dem Brabant von Kim. Moin Kim. Ja, moin. Wie geht es da? Ja, heute nicht ganz so gut wie gestern. Oh, wie dann? Ja gut, wir haben den Tour verloren, heute am Zeit, wir waren nicht so gut gegangen und gut, wir hätten ja auch gerne wollen. Direkt der Top vom Tour mit Kim. Kim, wir hatten heute den Contre la Montre zu Grenoble und wie ist es gegangen? Ja, gespannt waren wir alle gut in Nationalklassement wird. Eigentlich ja nach Befürchtung. Wir hatten ein Duell Andy Schleck, Cadel Evans. Gut, Andy Schleck hat einen kleinen Avantage für den Zeitplan. Wir haben gewusst, dass es ganz, ganz schwer geht. Cadel Evans, den hat wirklich einen Beweis gestaltet, dass er eine exzellente Form hat. An dem Moment, die Victor hat auch nicht zu holen war. Cadel Evans, den immerhin zweite ging, also an dem Zeitfahren. Was bemerkenswert ist, nur so eine 3 Wochen Tour, die Moment, da danach alle guten Zeit für Spezialisten zu schlagen. Bis ob eh, denn Tony Martin aus der Equipe HTC, den den ganz, ganz große Favorit war für heute, an dem da doch bestätigt wird, Fabian Cancellara zwar auch, mehr aber nicht einer die 5 Age Kommers. Und da man da, was wir hier in dem Moment ganz schwer für die Victoire zu holen. An Tony Martin, der Menge Meinung verdient hat, den Generalklassement verloren hat schon die erste Woche, wo nicht so sehr genau so also speziell auf der Zeit vorhin konzentriert hat. Und ja gut, ein Andy Schleck haben wir schon, dem sind Aussichten ganz, ganz schlecht werden. Und das hast du noch bestätigt gehen. Leider als letzte Mal sehe ich dann kein Major schon in dem Moment viermal auf der Chance gesehen. Mehr muss ich dazu sagen, Ken Levens, den hat wirklich an dem Zeit vorhin Nike dann Beweis gestaltet, dass er wirklich an einer exzellent guter Form ist. Merci Kim. Ich meine direkt auf den Kurs vom Dach. Kim, wie ist denn heute dein Favorit? Gut, mein Favorit von heute, der Kurs vom Dach, gebe ich mal so ein, als das Tony Martin. Eigentlich ein Kura, den immer gut an Zeit vorhin ist, mir heute wirklich gewesen hat, dass er wirklich zu den Allergrößten zählt, an auch viel Fabian Cancellara zu schlagen konnte er da dem Moment auch. Als der aber wirklich eine gut Leistung hat, dass ein Mann, den auch die nächste Zeit nach wird von sich hören tun und ich meine, hier nicht dadurch verdient, an dem Moment haut doch der Kura vom Dach zu sein. Merci, Kim. Geh mal direkt auf die Frage von den Nullerstern. Kim, hat du mal nächst für Frohe für dich an die Echten von Erik an den Fred, ob den Cadel Evans Victor mehr verringt wie den Andy auf diesem Tour? Ja gut, das ist natürlich eine Frage, die ist schwer zu beantworten, muss ich sagen, den Cadel Evans, den über die ganzen Tour gut war, der gut enkadriert war von seiner Equipe, aber auch ein Andy Schleck, den auch gut enkadriert war, mit dem aber, wo ich gesehen habe, nicht den Tour probiert zu gewinnen, also fortgelaufen und jetzt durchgesetzt, auch auf einem Galibi. Und das war schon eine außerordentlich gute Leistung. Ich muss ihn aber auch so nennen, die Schleck hat an einer der Soundprobleme und hat auch an verschiedenen Arrivéen am Bijob heute wertvolle Sekunden verloren. Cadel Evans den komplette Führer aus und für mich dann aber auch der Mann am Endeffekt, den aus den soll den Tour gewinnen, auch wandert. Schön, dass das dem Moment der letzten Woche nicht gewinnt, aber da sind noch gestoßen, die einfach nicht stark ist. Und das muss ich akzeptieren. Für mich dann auch der richtige Gewinner von dem Tour de France. Mm-hmm. Merci, Kim. Ein Twitter von Paulette an Siegfried, ob ich den Tour gewinnen kann, auch wenn er nicht gut ist am Contre la Montre. Das geht natürlich ganz, ganz schwer, aber muss ich sagen, dass du an den Tour de France, wo eine Kippenzeit war, wo auch eine Zeit für Lohaut war, was nicht allzu lang war. Und da war eigentlich eine Möglichkeit für Leute, die im Moment die gut am Birsch sind und die eventuell nicht gut am Zeit für sind, den Tour zu gewinnen. Wir haben gesehen noch ein Andy Schleck, den da agil war, noch auf Frank Schleck um Podium. Das will heißen, dass die Tour auch speziell ein bisschen für Birsch vorher war. Aber sie konnten die Chance auch nicht richtig nutzen. Und es war auch ganz schwer, Cat Levens zu lassen, die auch gut am Birsch war, an den aber besser war am Zeit für. Und dann gibt einen Unterschied natürlich auch da gemacht an eine Zeit für einen Ass eben am Tour mal dran und du hast du dann noch den Moment irgendein und das kann ich noch nicht aus dem Tour de France raus. Merci Kim.
Ein dritt Fro vom Julien an Fred an welchem Moment hue den Andy den Tod erfüllen? Gut, das ist natürlich auch eine Menge froh, die ganz schwer aus der Band hatten. Ein Andy Schleck, den meiner Meinung nach nicht die Kondition hat, wie die Jure für drin. Natürlich gesehen, dass die Schwierigkeiten am Job hat, auch die andere Konkurrenz zu lächeln. Und das war dem Moment die letzte Jahre nicht der Fall. Er konnte aus NEK fahren. Und dann die Schleckmenger mit denen aber alles gehen wird. Mit den Haien aber ganz einfach bin gestoßen, dass dem ich stark war. Den gerade so schnell wie ich abgefahren habe, und eben besser am Zeitfahren. Gut, das ist eben so am Sport, das ist so am Tour de France. Und dann die Schleck, die auch gesagt hat, dass er noch Zeit hat, für den Tour zu gewinnen. Vielleicht gelingt ihm dann noch die nächste Jahr. Merci, Kim. Ein allerletzter Spruch von Kami an sie fragt, wie weit geschieden ich habe, an der ersten Etappe. Und wenn ich sowieso noch weiß, dass der Katalaner uns dann Bertlo gewonnen hat. Ja, normalerweise passiert da nicht mehr viel auf einer letzten Etappe. Mit dazu muss ich sagen, dass auf der Champs-Élysées immer noch ganz, ganz schnell geht. Sobald ihr auf der Champs-Élysées könnt, die Tiere, die da gefolgt sind, da muss ich wirklich aufpacken und da kann alles passieren. Da kann ein Schütz sein, da können wir schlecht wiederholen. Da kann ein Changement am Generalklassement passieren, eben gerade falls sie lächelt durch eine Platte oder durch einen Schütt. Das ist aber die letzten Jahre ausgeblieben. Da hat man nie eigentlich einen, den da der Major schon verloren hat, auf einer Etappe allein. Und wir gehen auch davon aus, dass man da nichts passiert. Wäre natürlich auch schön, gibt in den Kendall Evans den Major durch eine Mechanik oder durch einen Schütt den Major verlieren. Das wäre nicht am Sinn eigentlich für jeder Engel, ich meine, das muss ich sagen und wir hoffen, dass da aber alles gut geht. Merci Kim für deine Antworten und gehen wir los direkt auf die Etappe von moi, Mom Kim. Also Kim, okay, moi als die allerletzte Etappe von Créteil auf Paris Champs-Élysées. Was sind da, was hast du zu erwarten? Ja, die normale letzte Etappe, da wird ein Foto gemacht gehen. Die Leute im Schnellklassement, die werden da dann vier fahren, die ist Kilometer, eine ruhige Etappe, mit sobald dann Richtung Champs-Élysées geht, geht die Sache mir sehr. Und da sind auch immens viele Leute am Erwarten, und da geht wirklich Kurs gefahren. Das heißt, ein Major Wehr steht da im Spiel, da heißt das Punkte machen, für eine Rochas gegen den Mark Cavendish. Mark Cavendish noch mit dem Major Wehr an denen die Etappe noch gewonnen. Am Ende haben wir auch die stärkste Equipe für den Durchzug, wie auch schon die Jahre für drin. Mehr abgepasst, geht nicht alle Jahre selber. Am Generalklassement, die Leute, die da sind, die müssen aufpassen, eben nicht zu fallen, sich viel abhalten. Aber wir werden einen Kurs gesehen, die ganz, ganz spannend oben neid ist und die ganz, ganz schnell wird sind, die letzten Tier, und wo ihr dann am Klassement von Mai Werner alles aufsteht. Merci Kim. Und ja, das war die letzte Mission. Weil ja. Moi haben wir keine Mission, eben für die letzte Etappe. Aber du warst anscheinend den Donnerstag in AW. Genau, um Gala, ja. Gala Tour de France. Da sind wir auch mit dabei. Und wir probieren durch ein paar Interviews mitzuholen. Und das werden wir dann noch irgendwann rüberbringen. Okay, merci für alle. Die Etappen, die du kommentiert hast, ja, wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Genau. Adi.